Andrzej Duda bewirbt sich um eine zweite Amtszeit als Staatspräsident Polens. Er gab seine Stimme am heutigen Sonntag in Krakau ab. Rund 30 Millionen Menschen waren aufgerufen, zur Wahl zu gehen. Duda war bis zu seinem Amtsantritt 2015 Mitglied der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit und erhielt von dieser Unterstützung im Wahlkampf. Dass er am heutigen Sonntag auf die geforderte absolute Mehrheit kommt, war laut Umfragen unwahrscheinlich. Sein aussichtsreichster Widersacher ist der Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski von der liberal-konservativen Partei Bürgerplattform. Verfehlen auch er oder einer der weiteren Kandidaten die absolute Mehrheit, kommt es in zwei Wochen zur Stichwahl. Neben repräsentativen Aufgaben sowie einem Mitspracherecht bei Themen der Außen- und Verteidigungspolitik besitzt das polnische Staatsoberhaupt Macht durch die Möglichkeit, Gesetzesvorhaben zurückzuweisen.